Es gab ja jetzt auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also eigentlich die Ablehnung einer Befassung, wenn man so möchte. Da gibt es viel Sorge, dass das Auswirkungen haben könnte. Sie basiert auf eine 30 Jahre alte Rechtsprechung und ist nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe es nicht, es bringt bei mir einen Schockzustand. Puh, okay, da gibt es erstmal zur Entspannung direkt mal. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht und es in der Zukunft gesehen natürlich auch alle weiteren Infos gibt, also wann und wie die Legalisierungspläne seitens der Bundesregierung durchgezogen werden. Worüber ich euch natürlich immer gerne auf den Laufenden halte, genauso wie auch die Zeit nach der Legalisierung, also wenn wir uns die ganzen Social Clubs und Abgabestellen einmal gemeinsam ansehen können, worauf ich mich ehrlich gesagt auch am meisten freue. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat das Bundesverfassungsgericht nun endlich die Entscheidung darüber gefällt, ob das Cannabisverbot rechtswidrig ist, beziehungsweise ob die Cannabiskonsumenten entkriminalisiert werden. Wozu dann nun leider diese Antwort kam, und zwar, dass das Bundesverfassungsgericht an den Cannabisverbot, was schon seit 30 Jahren gilt, festhält, also somit die Cannabiskonsumenten weiterhin kriminalisiert werden und natürlich auch wie Kriminelle behandelt, was somit gesehen schon mal schlechte Nachrichten sind und sich viele natürlich auch zu Recht Gedanken darüber machen, wie es nun mit den Legalisierungsplänen weitergeht und ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht vielleicht doch Auswirkungen auf die Legalisierung hat, weswegen ich euch das ganze Thema natürlich einmal zusammengefasst habe, also den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, aber auch die direkte Antwort der SPD in Form von Dirk Heidenblut, der nämlich direkt nach dem Beschluss reagiert hat, was wir uns dann alles noch im Verlauf des Videos ansehen werden. Doch bevor wir nun zu den weiteren Informationen für das Video kommen, möchte ich noch kurz auf den Sponsor aufmerksam machen, und zwar Hybrid Filter, die nämlich nicht nur mit ihrer Filtertechnologie, also den Zellstoff und der Aktivkohle dafür sorgen, dass ihr in der Zukunft ein wenig eure Lunge schont, sondern auch noch in verschiedensten stylischen Versionen verfügbar ist, sodass für jeden auf jeden Fall was dabei ist, wie zum Beispiel das 50er Pack oder eben auch das 1000er Pack oder eben auch mein persönlicher Favorit, das Kombi Pack, wo ihr nämlich nicht nur Paper habt, sondern auch noch gleichzeitig die Filter dabei, womit ihr eben auch outdoor-perfekt am Start seid. Also falls ihr daran interessiert seid, eure Lunge ein wenig zu schonen und auch styletechnisch gut am Start zu sein, dann checkt doch auch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, wo ihr nämlich nochmal satte 10% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code FANTASTIC10 bekommt. Vielen Dank jedenfalls für eure Aufmerksamkeit und auch generell für eure Unterstützung, ohne die das Ganze hier auch gar nicht möglich wäre. Doch nun würde ich sagen, kommen wir auch mal direkt zu den Informationen für das Video. Und zwar, wie nun die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgefallen ist und was da nun drin stand, wo wir auch direkt einmal reinschauen. Also, los geht's! So steht nämlich nun nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, nachdem drei Amtsgerichte dafür gesorgt haben, dass das Cannabisverbot überprüft wird, folgendermaßen aus. Zitat aus dem Beschluss. Beschluss vom 14. Juni 2023. Mit dem heute veröffentlichten Beschluss hat die dritte Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts die Unzulässigkeit mehrerer Richtervorlagen zum strafbewehrten Verbot von Cannabisprodukten festgestellt. Die vorliegenden Gerichte, das Amtsgericht Bernau bei Berlin, das Amtsgericht Münster und das Amtsgericht Passau-Weiger, erachten Strafnormen des Betäubungsmittelgesetzes für verfassungswidrig, soweit diese den Umgang mit Cannabisprodukten betreffen. Den inhaltlich nur geringfügig voneinander abweichenden Vorlagen fehlt es bereits an der Darlegung der Entscheidungserheblichkeit aller vorgelegten Strafnormen für das jeweilige Ausgangsverfahren. Im Übrigen genügen sie nicht den erhöhten Begründungsanforderungen, die nun an den erneuten Vorlage zu stellen sind. Es fehlt an einer substanzierten Darlegung rechtserheblicher Änderungen, welche geeignet sind, eine erneute verfassungsgerichtliche Prüfung der mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 1994 entschiedenen Vorlagenfrage zu veranlassen, was somit heißt, ja, dass sie das ganze Entkriminalisierungsverfahren somit auf die Bundesregierung schieben und an den alten Cannabisverbot, was vor 30 Jahren beschlossen worden ist, festhalten, was nicht nur, ja, bei mir für Unverständnis sorgt, sondern vor allem auch bei den Amtsgerichten, von denen es in Form von Richter Müller auch eine direkte Antwort gab, beziehungsweise sein Urteil über das Urteil. Also schauen wir direkt auch mal rein. Liebe Millionen von Cannabiskonsumenten, heute hat das Bundesverfassungsgericht durch eine Dreierkammer mitgeteilt, dass sie nicht über Vorlagen verschiedener Gerichte entscheiden wollen und diese als unzulässig betrachten. Sie basiert auf
eine 30 Jahre alte Rechtsprechung und ist nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe es nicht, es bringt bei mir einen Schockzustand und ich verstehe nicht, warum man weiter und weiter Millionen von Menschen verfolgen will. Es wäre Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, jetzt ist Schluss, es reicht. Der amerikanische Präsident bezeichnet es als tiefstes Unrecht. Und ich persönlich bin schockiert. Ja, so wie jedenfalls die Worte von Richter Müller, also den ich an dieser Stelle auch vollkommen verstehen kann. Aber eure Meinung zu dem Thema gerne mal hier unten in die Kommentare. Und wir machen direkt mal weiter mit den nächsten Reaktionen auf den Beschluss. Und zwar seitens der Bundesregierung, also der SPD, wo sich nämlich nun Dirk Heidenblut zu dem ganzen Thema natürlich auch Stellung bezogen hat, da das Ganze natürlich nicht an der SPD und den Regierungsparteien vorbeigegangen ist. Es gab ja jetzt auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, also etwas vom Bundesverfassungsgericht, dann sagen wir es mal so. Ein Urteil in dem Sinne war es ja nicht, sondern es war ja die Ablehnung, also eigentlich die Ablehnung einer Befassung, wenn man so möchte. Da gibt es viel Sorge, dass das Auswirkungen haben könnte. Vielleicht kannst du dazu am Anfang noch mal ein bisschen was sagen. Genau, mache ich sehr gerne, weil das auch bei mir sehr häufig aufgekommen ist. Es war ein Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, die Überprüfung von den uns gut bekannten Richterinnen und Richtern, also Richtern, nicht anzunehmen, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht neu darüber befinden, weil sich die Sach- und Rechtslage seit der letzten Entscheidung, die sie gefällt haben, nicht geändert hat und weil nicht hinreichend substantiert dargelegt worden ist, warum sie sich denn geändert hätte. Das ist total blöd, salopp gesagt, für die das vorgelegt haben, weil sie natürlich ein berechtigtes Interesse haben und auch die gesellschaftliche Analyse, die wir ja auch haben, dass die Prohibitionspolitik gescheitert ist und nichts bringt, weil sie halt eben die gleichen Ansichten haben wie wir. Aber ich sag mal, vielleicht ist es fast für uns sogar gar nicht so schlecht, dass das Bundesverfassungsgericht das jetzt nicht angenommen hat zur Entscheidung, weil wir ja sowieso schon auf dem Weg sind und sonst hätte uns das Bundesverfassungsgericht vielleicht noch Vorgaben gemacht, die uns jetzt alle aus den Latschen gehauen hätte. Und so können wir den Weg weiter beschreiten, den die Richter ja eigentlich genau wollen. Und deswegen ist es zwar schade für die vorgelegt haben, aber ich glaube, uns ändert das gar nicht, sondern eigentlich ist es nochmal eine Bestätigung. Wir sind der Gesetzgeber. Wenn sich etwas ändern muss, dann müssen wir das bestimmen und wir sind gerade dabei, das zu tun. Ist sowieso besser, wenn wir das machen und nicht die Gerichte. Genau. Ja, wie man zumindest an den Aussagen von Dirk Heidenblut der SPD sieht, muss man bei der Frage der Legalisierung auf jeden Fall nun keine Befürchtungen haben, da das Bundesverfassungsgericht auf das Thema gar keine Auswirkung haben kann, beziehungsweise sich generell aus der Verantwortungspflicht gezogen hat und das ganze Thema eben auf die Bundesregierung abgeladen hat, weswegen Konsumenten aber nun länger auf die Entkriminalisierung warten müssen, also somit weiterhin Konsumenten kriminalisiert werden und auch ihre Führerscheine verlieren oder aber auch in den Knast wandern, was alles hätte schon früher angegangen werden können. Aber was ihr davon haltet, wie immer gern hier unten in die Kommentare. Über alles Weitere jedenfalls, was das Thema angeht, wie es nun mit der Legalisierung voranschreitet und es auch mit der Entkriminalisierung vorangeht, werde ich euch dann natürlich weiter hier auf den Kanal auf den Laufenden halten. Also falls euch das Thema generell interessieren sollte, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Also mich würde es jedenfalls sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch nun noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche dann schon mit positiven Neuigkeiten wieder. Bis dann und noch eine schöne Woche.